Kleinwonomics, Mann, da kann man schwer aussprechen und wie. Auf jeden Fall, ich bin gespannt. Der Titel hört sich unheimlich interessant an. Ich würde sagen, Subin, the stage is yours. Ich bin gespannt auf deinen Vortrag. Der Titel macht schon mal sehr neugierig. Ja, vielen Dank, Oliver. Ich kann, glaube ich, auch sagen, der Titel hört sich nicht nur spannend an, sondern ist auch spannend. Erstmal herzlich willkommen, dass ihr, wir sind ja beim Konferenz-Duo, bei diesem Vortrag dabei seid. Ich werde jetzt gleich sofort sogar schon den Bildschirm teilen, und zwar den gesamten Bildschirm. Moment. So, man müsste jetzt meinen Bildschirm sehen, können wir das richtig interpretieren? Und zwar, kann man meinen Bildschirm sehen? Ja, kann man. Wunderbar. Ich halte jetzt einen Vortrag über ein vergangenes Projekt, das heißt Climanomics. Das war eine mehrsprachige EU-Parlamentsdebatte für SchülerInnen zum Klimawandel. Folgendes wird passieren. Ich werde kurz was zu mir sagen, damit man mich auch einordnen kann. Man hört ja auch manchmal ganz gern, wer zu einem redet. Im Anschluss werde ich etwas untypisch vorgehen. Statt eine Keynote oder PowerPoint-Präsentation werde ich ein interaktives PDF zeigen, welches man sich auch im Nachhinein über die auf dem Abstract angegebenen Link jederzeit selber angucken kann. Dann werden wir ein kurzes Video schauen, um auch mal eine Idee von diesem Projekt zu bekommen. Und das war es dann auch schon. Die Zeit geht immer schneller rum, als man denkt. Also, mal kurz zu mir als Person. Ich bin kein traditioneller Lehrer in dem Sinne, sondern habe meinen Master in London gemacht und im Anschluss bei einer großen deutschen Bank gearbeitet. Bin dann aber in 2009 in den Schuldienst eingetreten und seit 2013 eigentlich volle Lehrkraft am Frankfurter Heinrich von Gagern-Gymnasium. Das ist ein altsprachliches Gymnasium. Und seit 2015 mit 50% abgeordnet in das Polykül-Projekt, wo es darum ging, wirklich auch ein bilinguales Curriculum für den bilingualen Sachfachunterricht in Politik und Wirtschaft zu erstellen. Und das Nachfolgeprojekt, da habe ich vorhin zu einem Workshop gehalten, heißt The Blue Planet. Ich habe auch einen relativ direkten Bezug zu den Scientists for Future, weil ich eins der Gründungsmitglieder bin in Frankfurt. So, jetzt komme ich gleich schon mal zu, was ich gerade gesagt habe. Ich werde nämlich jetzt ein interaktives Poster über Climanomics zeigen. So, das Poster sieht erstmal so aus. Das heißt mit anderen Worten, also strukturiert über das Projekt, die Durchführung und die Nachbetrachtung. Dieses Poster kann man unter dem Link, den ich im Abstract angegeben habe, sich selber in Ruhe nochmal gucken. Ich werde einfach mal kurz in das Projekt und eine Idee einführen. Die Idee war mit Climanomics, dass man gesagt hat, wir möchten die Schülerinnen und Schüler am Klimawandel beteiligen. Das hat alles vor dem Hintergrund mit Fridays for Future, und es wurde ja immer gefordert von der Kultusbürokratie, die Projekte sollen, Fridays for Future soll auch in den Klassenräumen thematisiert werden. Das heißt, wir haben Climanomics vorgeschlagen und möchten damit einerseits natürlich auch Fridays for Future würdigen, das fantastische Engagement, und andererseits war aber auch natürlich dann der Hintergrund zu sagen, ja, die Demokratie, ich muss nur das Wort Brexit erwähnen, ist auch in Gefahr. Das heißt, wir wollten eine EU-Parlamentsdebatte, und zwar mehrsprachig, mit Climanomics simulieren. Und ganz wichtig für uns, wir möchten auch Schülerinnen und Schüler beteiligen, jenseits der sehr elitären Schichten, wie man eigentlich bei Fridays for Future sagen kann, sondern auch wirklich den Ansatz bieten, mit verschiedenen pädagogischen Instrumenten alle möglichen Schülerinnen und Schüler zu beteiligen. Das kurz zur Projektidee von Climanomics. Das Projekt wurde dann entsprechend auch geplant, dass man sagt, kann man das Poster sehen im Stream gerade? Kann man das Poster im Stream sehen? Weil gerade eben was, glaube ich, die Bildschirmfreigabe ist ausgegangen und ich habe keine Präsentationsrechte mehr. Ja, jetzt geht's wieder. Moment. So, jetzt müsste man meinen Screen wieder sehen können. Ja, Entschuldigung, ich habe nichts gemacht. Auf einmal war es weg Passiert gewesen. manchmal.
passiert. So, ich habe den Screen hier wieder drauf. Das Ziel war wirklich, dass wir auch die Lernenden an die Klimaproteste bringen, auch die Europakompetenz stärken. Das ist auf dem Poster auch festgehalten. Und die Planung entsprechend, weil man sagt ja Mehrsprachigkeit, es ist ein reelles Szenario in Europa, was dann dazu geführt hat, wir haben uns an der Mehrsprachigkeitsdidaktik orientiert und entsprechende Methoden, zu denen ich später auch noch mehr sagen werde, eingeführt. Ich glaube, das Screensharing ist wieder weg momentan. Ja, aber du bist Moderator. Eigentlich müsstest du Bildschirm teilen können. So, ich probiere es wieder. Jetzt sagt er shared. Jetzt geht's wieder. Gut. Wir haben die wissenschaftsorientierte Planung vorgenommen. Anschluss anhand der Didaktik der Sozialwissenschaften. Wirklich erkennen, man hat das globale Problem, die globale Herausforderung. Dann wird bewertet und am Ende gehandelt. Das erstmal zur Theorie. Und jetzt im nächsten Schritt kommen wir zu Climanomics. Ich betone mal, alles, was ich hier zeige, ist unter dem Link auch verfügbar. Man kann das Poster abrufen und das Schöne ist, das zeige ich jetzt mal mit der Maus hier, das Poster ist interaktiv. Das heißt, wenn man auf die QR-Codes geht, kann man entweder draufklicken oder sie auch mit dem eigenen Smartphone scannen. Für die Vorbereitung haben wir einen digitalen Reader entworfen. Hier sind zum Beispiel auch die Klimafakten von den Fridays for Future auf Deutsch und Englisch festgehalten. Den Reader, wie gesagt, den kann man auf der Seite abrufen und sich das nochmal genauer angucken. Und wir haben die Schülerinnen und Schüler an der Planung beteiligt, dass sie uns mehrsprachige Quellen zum Klimawandel recherchieren. Das ist der erste Teil. So, es geht um eine Parlamentsdebatte. Das heißt mit anderen Worten, eigentlich sollten nur die Fraktionen des Europäischen Parlaments repräsentiert sein. Die Europäische Volkspartei, die Grünen und so weiter. Um die Debatte aber auch spannender zu gestalten, haben wir in dem Fall auch noch ein paar weitere Persönlichkeiten Rollenkarten entworfen. Zum Beispiel Donald Trump. Und die Schülerinnen und Schüler konnten Präferenzen angeben. Circa ein Viertel wollte unbedingt mal auch an der Debatte teilnehmen aus den Augen eines Donald Trumps. Das erstmal weiter zur Konzeption des Projekts. Dann, wir haben gesagt, wir machen die große EU-Parlamentsdebatte. Das markiere ich mal hier. Allerdings gab es dafür auch eine Vorbereitung, und zwar in Kleingruppen, wie man sieht. In den Kleingruppen waren alle Sprachen erlaubt. Wir haben vorab die Schülerinnen und Schüler gefragt, was für Sprachen könnt ihr denn? Und haben zum Beispiel alle Portugiesisch sprechenden, Sprache Portugiesisch in eine Gruppe reingesetzt, damit wirklich auch die Erstsprachen als Ressource eingebracht werden. Die große Parlamentsdebatte, man sieht hier auf der Seite die Regeln, fand auf Deutsch und Englisch statt. Allerdings, wenn man einen Beitrag in einer anderen Sprache abgeben wollte, zum Beispiel Polnisch und Portugiesisch hatten wir, hatte man Rederecht. Das Wichtigste war, dass übersetzt wird, damit keine Geheimgespräche stattfinden und keiner ausgeschlossen wird. Im Anschluss haben sich die Schülerinnen und Schüler von ihren Rollen gelöst und das Wissen, was sie aus der Debatte genommen haben, mit Perspektivwechseln, die empfohlen werden in der Didaktik der Sozialwissenschaften, ebenso wie Spiele, sich in Kleingruppen zusammengefunden und globale, regionale, lokale Aktionspläne zum Thema Klima, wie man den Klimawandel bekämpfen kann, entworfen und die Aktionspläne später vorgestellt. Hier als Beispiel nochmal auch eine Rollenkarte. Zum Beispiel Ibrahim Mohamed Soli, das ist der Präsident der Malediven oder der Fraktion Identität und Demokratie. Das ist in dem Reader abrufbar, den man auch mit dem QR-Code hier scannen kann. So, der Clou der Geschichte war, man konnte auch Realtime tweeten während der Konferenz. Man sieht hier ein paar kleine Tweets. Ich zeige die später nochmal in groß, weil die Twittern während der Konferenz, es wurde auf dem Monitor gezeigt, hat einen sehr großen, also man nennt der Added Value beigebracht. Was wir jetzt machen werden, schlage ich vor, wir gucken uns mal ein kurzes Video an. Hier auf dem Poster wird noch festgehalten, wie die Debatte lief. Man kann sich hier auch gewisse Sequenzen auf Polnisch, Portugiesisch oder die Schlussstatements oder auch die komplette Debatte anschauen.
je nach Wahl. Aber ich schlage jetzt vor, dass ich erstmal hier wieder zurückgehe und wir jetzt uns ein kurzes Video zu Climanomics anschauen. Eine Sekunde, dass man auch wirklich eine Idee davon bekommt. Ich fange jetzt mit dem Videostream an und wir haben später die Möglichkeit, uns darüber auszutauschen. Wir sind im Europäischen Parlament. Wir haben die Fraktion des Europäischen Parlaments hier vertreten. Die Idee steckt dahinter, mit Climanomics ein Rollenspiel zu machen, in welchem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Positionen einnehmen, aus ihren Rollen argumentieren und damit auch erkennen, dass es keine einfachen Lösungen zum Thema Klima gibt, sondern es unter anderem auch ein demokratischer Prozess ist, Lösungen auszuhandeln. My nie jesteśmy naukowcami i powinniśmy dać tym ludziom robić na tym świecie to, co trzeba. We are not scientists. We can't actually prove and evaluate if it's such an important factor. Mein Volk hungert. The West is asking Brazil not to use its natural resources. Die Insel wird einfach absaufen. Ich finde das sehr respektlos von dem mächtigsten Mann der Welt. How do you come to this conclusion that climate change is actually our fault? And so I don't think she has much education and we should probably not trust her. Hier steht, let the adults talk, aber ich bin der Meinung, lass die vernünftigen Menschen reden. We fully support the movement of Fridays for Future. I don't believe in climate change. Mich persönlich würde es kein bisschen jucken, wenn es jetzt 1,5 Grad wärmer wäre. Außerdem zu Brasilien, die sagen, dass sie keinen wirtschaftlichen Umschwung haben, das stimmt nicht. Es ist wichtig für uns alle, also nicht nur für die jüngere Generation, dass wir das Klima schützen. Man hier sehr gut anfangen kann, etwas zu ändern. Forderung, dass der Regenwald besser geschützt werden muss. Wir müssen aus der Braunkohle aussteigen. Wir sagen euch, was passieren muss und was gerade passiert. Und es liegt in eurer Verantwortung zu überlegen, wie ihr umsetzt, dass es nicht weiter passiert und dass wir es aufhalten. Schüler werden zu Abgeordneten. Beim Thema Klima reden aber auch andere Personen und Institutionen mit. Im Parlament wird debattiert, diskutiert und getwittert, auf Deutsch und auf Englisch. Vorher bereiten sich die 15- bis 18-jährigen Schüler auf die Position vor, die sie in der Debatte einnehmen sollen. Ein ganzer Plenartag im Europaparlament mit 200 Schülern aus Frankfurt und sogar bis nach Nordrhein-Westfalen kamen die Schüler. Zwar eine wissenschaftliche Konferenz, aber gleichzeitig auch der Bezug zu dieser Bewegung, eben zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, Iserlohn im Sauerland. Und da zeigt sich, dass das mehr war als eine wissenschaftliche Tagung, sondern eben auch der Diskurs mit den Schülern, die auf der Straße waren. Vor allen Dingen haben wir auch Schüler, die komplett in einer anderen Rolle sind, als was sie selbst vertreten. Auch das finde ich mal ganz gut. Man ist natürlich ein bisschen nervös gewesen, wie man wahrscheinlich bei mir auch gemerkt hat. Aber es gibt einfach vielen Menschen eine Chance, auf gleicher Basis zu argumentieren und besonders sich auch mit anderen Positionen auseinanderzusetzen, da man eben eine Position zugewiesen bekommt und dadurch bekommt man insgesamt auch ein höheres Verständnis der Materie. Sehr interessant, es war sehr lebvoll. Man merkt es jetzt vom Schulalltag zum Beispiel gar nicht, dass jetzt mehrere Sprachen auf einmal gesprochen wird. Weil in der Schule ist halt meistens so, du hast nur Englisch, Deutsch, Französisch, das war's. Und hier hat man halt jetzt so richtig viele Sprachen. Das ist eigentlich sehr interessant gewesen. Und deswegen fand ich das sehr gut, so die Stimme der Vernunft spielen zu können und da ganz besonnen in die Diskussion zu gehen und Fakten einfach auf den Tisch zu legen. Mich hat überrascht, ich fand das Niveau echt gut und das mit Twitter war extrem cool. Weil man, auch wenn man nicht dran war, mal was reintweeten konnte und ich fand, besonders Donald Trump hat seine Rolle da sehr gut eingenommen. Ja, man hat es natürlich ein bisschen gespürt, weil es ja sehr viele verschiedene Positionen hier heute gab und man als Kanzlerin, die ich ja spielen musste, auch so ein bisschen die verschiedenen Positionen wiedergeben musste. Das heißt, man hatte die Fraktion, mit der musste man dann reden, sich abgleichen, welche Position hat man. Dann gab es ja einen Vertreter der Wirtschaft, mit dem musste man natürlich auch reden, aber auch halt die Aktivisten, Fridays for Future, und die sagen alle unterschiedliche Sachen.
Ja, wunderbar. Jetzt bin ich wieder zurück. Und was ich jetzt vorschlage, die Schülerinnen und Schüler haben ja gesagt, dass das mit Twitter eigentlich ganz cool war, ihrer Auffassung nach. Deswegen zeige ich jetzt mal so ein paar von den Tweets. So, Moment, hier haben wir das. Genau, mach das gerne. Zeig mal ein paar Tweets noch. Ja, ich muss meinen Bildschirm noch sharen, das habe ich gestern gesehen. So. Jetzt müssen wir meinen Bildschirm wieder sehen, ne? Wunderbar. Genau, kommt jetzt. So. Hier kann man mal gucken, es hat angefangen. Übrigens, diese Tweets. Doch, musst du ein bisschen größer machen. Musst du ein bisschen reinzoomen, kann man so, glaube ich, nicht erkennen. Jetzt müsste es kommen gerade. Jetzt wird es klappen. Was interessant ist, für diejenigen, die es interessiert, wir haben dazu auch ein Paper rausgegeben, das ist im Erscheinen. Unten ist die Fundstelle angegeben, die man jetzt, glaube ich, nicht so gut erkennen kann, weil hier was davor steht halt. Ich kann kurz mal auf, Sekunde. Ich mache es gerade nochmal an. So, hier kann man die Fundstelle auch sehen. Donald Trump hat gesagt, ja, ist ein bisschen kalt hier halt, ne? Nichts mit Klimawandel. Dann kommt eher die vernünftige Stimme der Grünen aus dem EU-Parlament. Femke Hasselmer, die ehemalige Bürgermeisterin von Amsterdam, hat sich natürlich auch sehr humorvoll geäußert. Angela Merkel ist dabei, Greta Thunberg, dann die Scientists for Future natürlich auch. Die wurden durch den Jungen im Interview repräsentiert. Und insgesamt, auch man sieht, Brasilien hat sich, Jair Bolsonaro hat sich dazu geäußert. Und man hat auch einen Tweet gesehen, wo Michael O'Leary von Ryanair, der auch beteiligt war, gesagt hat, ja, dann für 1999 könnt ihr euch nochmal das Great Barrier Reef angucken. So, die letzten Worte. Ich würde sogar noch vorschlagen, was ich mache, weil ich noch 2 Minuten habe, dass ich nochmal kurz die Evaluation zeige. Also wie gesagt, alles unter dem Link, nochmal kann man sich in Ruhe angucken, alle Sequenzen, auch das Medienportfolio. Wie haben sich die Schülerinnen und Schüler gefühlt nach der Konferenz? Haben wir durch ein Emoji erhoben? Auch in der Word Cloud? Sehr viele offene Fragen, die bleiben. Interessant ist auch das Thema Mehrsprachigkeit, wie man hier jetzt in dem Bereich sieht, dass da die Schülerinnen und Schüler da ganz begeistert waren, auch über den digitalen Reader. Und ja, Ablauforganisation, das haben wir sehr schnell auseinandergestampft, aber ich sage jetzt mal so, können wir mit leben. Und ansonsten kann man sich hier noch ein paar Interviews angucken später, wenn man draufklickt oder scannt. Hier auch die Pressestimmen. Und insgesamt haben wir für uns festgehalten, dass wir sowas auch gerne mal machen würden. Und ich kann nur den Hinweis geben, mal auf unsere Webseite zu gehen. Es wird auch ein neues Projekt der Blue Planet geben. Dazu hatte ich vorhin ein kurzes Workshop gehalten, wo wir das Thema Nachhaltigkeit, mehrsprachige Nachhaltigkeitsbildung im hybriden Raum, das heißt digital und analog, auch in einer ähnlichen Form, anfangs am Beispiel des Artenschutzes etc., bearbeiten werden. So, ich würde vorschlagen, ich gehe jetzt nochmal auf die Folie, dann ist der Vortrag auch schon vorbei. Hier sieht man nochmal, falls Sie Fragen haben, hier sind nochmal die Links auch. Meine E-Mail-Adresse, falls jemand auch mal direkt mit mir Kontakt aufnehmen will und Fragen hat. Und an dieser Stelle vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich bin gerne bereit, auch nochmal Fragen aus dem Chat natürlich entgegenzunehmen. Vielen Dank. So, mache ich auch sehen jetzt wieder, glaube ich. Ich stoppe mal die Bildschirmpräsentation. Genau. Und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, ich danke dir, Subin. War ein echt interessanter Vortrag. Hier kam auch schon gleich irgendwie eine Frage im Chat, nämlich ob diese Parlamentsdebatte, ob die wiederholt wird. Ob das, kannst du da was zu sagen? Ist da schon was geplant? Ja, dazu kann ich was sagen. Also, die Wiederholung war im größeren Maß sogar geplant im April 2020. Wir wissen, was im März passiert ist letztes Jahr. Das heißt, eigentlich wollten wir das im Palmengarten sogar größer aufziehen, Frankfurter Palmengarten. Wir mussten das leider wegen dem damaligen ersten Lockdown dann absagen.
Jetzt ist aber Folgendes geplant. Wir möchten Climanomics auf jeden Fall nochmal durchführen. Und wie ich vorhin gesagt habe, wir bauen gerade eine Plattform auf, wo es auch um den virtuellen Raum geht. Dass wir haben auch Interesse, Climanomics nochmal hybrid aufzuführen. Dass auch Schülerinnen und Schüler aufgrund des mehrsprachigen Konzeptes auch aus anderen Ländern teilnehmen können. Das ist der erste Plan. Haben. Der zweite Plan, sowas nochmal aufzuführen, ist der Digital Reader, der jetzt schon im Internet verfügbar ist, eignet sich zur Replikation. Das heißt, Lehrerinnen und Lehrer können diese Debatte auch im eigenen Klassenraum durchführen. Man kann es mit 100, was wir gemacht haben, zwar 100 Schülerinnen und Schüler schon durchführen, man kann es aber auch in einem Klassenraum durchführen oder in der gesamten Schule. Das heißt, mit anderen Worten, wir haben so viel Arbeit investiert in das Konzept. Es wäre schade, wenn man es nicht nochmal aufführen könnte, wenn man es schon erfunden hat, auch in dem Punkt. Und sind auch ein bisschen am Verfeinern. Was auch passieren wird, den Reader, den haben wir überarbeitet. Und die neue Version werden wir in einem Verlag auch rausgeben, um Climanomics weit zu streuen. Das ist eine Sache. Und das zweite ist, wir bauen an den nächsten Simulationen. Ich habe schon gesagt, das Thema Artenschutz etc. Da kann ich nur darauf hinweisen, mal auf die Webseite zu gehen und auch den Ab, was wir an digitalen, hybriden Lehrmaterialien wie beteiligungsorientiert sind und auch die Schülerinnen und Schüler wirklich animieren sollen, am Ende zu handeln und sich davor eine Meinung zu bilden und natürlich auch eine faktenorientierte Analyse zu machen. Darf ich vielleicht noch eine Frage stellen, so als Moderator? Die Schülerinnen und Schüler kamen jetzt ja von ganz vielen unterschiedlichen Schulen. Wäre denn dieses Format auch vorstellbar, dass man das an einer Schule nur macht? Und dort vielleicht aus verschiedenen Klassen, Jahrgangsstufen Schülerinnen und Schüler zusammenholt? Auf jeden Fall. Also man kann es auch in der eigenen Klasse durchführen. Wenn man zum Beispiel jetzt 20 Schülerinnen und Schüler hat, es gibt genügend Rollcards. Man kann auch natürlich bitten, dass sie Rollcards machen, wenn jemand nicht repräsentiert ist. Ja. Dann wiederum gibt es die Möglichkeit, es auch in einem Rahmen des Schulprojekts oder einer Projektwoche durchzuführen. Das Material ist verfügbar. Und ob man das jetzt im kleinen oder im großen Rahmen macht, ist erstmal in dem Punkt sekundär. Wir muntern sogar zur Replikation auf, weil wir ja einen Beitrag Klimabildung leisten wollen in dem Punkt. Super, und das kann man dann auch bei dir auf der Internetseite, kann man das alles runterziehen, sich nicht. Ganz genau. An, ne? Da ist das Poster, da kann man entweder darüber gehen oder direkt von der Webseite auch, ne? Okay. Ja, ansonsten, denke ich mal, wirst du ja gleich auch noch im Special Room für Fragen zur Verfügung stehen, hoffe ich. Ne? Den Link hast du? Ja. Oder? Genau. Den habe ich hier, der steht hier unten. Genau, der steht hier drin und im Raum 3 oder Stream 3, da werden sich dann Leute einfinden, die dir dann auch ganz persönlich noch Fragen stellen können. Ich fand es super interessant. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch super an der Schule einfach so nachmachen kann oder vielleicht in der Stadt so eine Art Stadtklimaschutzkonferenz mal einzuberaumen. Das müsste doch alles möglich sein. Also tolles Format. Ich danke dir ganz herzlich für den Vortrag und wünsche dann gleich noch anregende Diskussionen im Spatial Chat. Selbstverständlich. Vielen Dank. Ich komme gleich ins Spatial Chat. Ich tue auch nochmal meine E-Mail-Adresse hier in den Chat, weil ich Frage bekommen habe wegen Vernetzung. Ja, hier im Chat, ja, kannst du reinstellen, aber der wird ja nicht gepostet, den sieht man sonst nicht. Kommt nicht. Aber das hat man ja die Links sind ja verfügbar im Abstract und heutzutage ist man kann ja nicht mehr in Cognito durch die Welt gehen. Das heißt, ich werde da auffindbar sein, nehme ich an. Genau, also das im Chat wird halt eben stehen, der Link zum Abstract, den du eingereicht hast hier zur Konferenz und da kann man ja alles weitere auch finden. Und ansonsten, wie gesagt, für die jetzt noch in der Leitung sind, gleich im Spatial Chat stehst du auch zur Verfügung. Okay, dann würde ich verabschieden wir uns hier voneinander. Ich sage dir nochmal ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, tolles Projekt und würde mich freuen, wenn es ganz viele Nachahmer und Nachahmerinnen überall findet. Von meiner Seite auch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für den Space, den ich bekommen habe.